Heidenzolls. Wenn das folgende Symbol auf dem Bildschirm zu sehen ist, solltet ihr PlayStation nicht ausschalten, was gerade speichert. Acid Nerf. Devolver Digital. Abstraction Games. Jo, meine Freunde, herzlich willkommen zu Heidenzolls. Jo. Da bin ich mal echt gespannt, wie dieses Spiel wird. Also ich muss sagen, ich habe schon eine sehr, sehr, sehr krasse Erfahrung damit gemacht. Viele Ausraster auf jeden Fall. Das wird ein richtig lustiges Spiel. So, wie haben wir die Musikeffekte und was? Ja, alles gut. Vibration, okay, ist an. Systemsprache bleibt so, wie sie ist. Es bleibt alles so, wie es ist. So, ich werde natürlich gleich erstmal den Spielstand löschen. Hier habe ich 15 Tode, 15 Tode. Ach ja, da, oh Gott. 15 getötet und 223 Tode. Das ist auf jeden Fall mein Spielstand, den ich durchhabe. So, ich lösche jetzt erstmal diesen. Ja, ich möchte löschen. Dann fangen wir mal ganz unten an. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir die Einstellung auf Standard. Ich will nicht Hardcore oder sonst was. Aber ich muss sagen, drücken wir einfach mal Start. Okay. Ah, da sind wir. Wir sind dieses kleine Manikicken, wir haben in diesem Spiel. Ja, was haben wir hier? Jo, ein Pfeil und ein Bogen. Und wir haben keinen weiteren Pfeil. Wir müssen uns jedes Mal den Pfeil wieder so holen. Oder wir schießen den Pfeil ab und ziehen ihn zurück. Ja, werden wir hinkriegen, oder? So. Dann würde ich mal sagen, schießen wir erstmal auf R2. Also da steht natürlich Viereck und sowas. Aber wir haben auch unsere eigenen Tasten. Tastenbeleg und so kann man ja alles machen, oder es ist schon alles von Haus aus so. So haben wir noch eine kleine Erklärung. Drücke X zum Abrollen und halte X zum Laufen. Okay. Jetzt laufe ich ganz normal. Nur seht ihr. Und jetzt halt, ich drücke einmal X und jetzt läuft er schon gleich viel schneller. So, sowas ist, oh Gott, wir haben hier vier Bosse. Seht ihr links, rechts und oben hier diese schwarzen und kleinen Punkte. Das sind die Bossanzahl hier. Dann würde ich mal gucken, wenn wir uns auch gleich zu diesen ersten begeben. Ich würde sagen, das ist sogar eines der einfachsten. Oh Gott, die Augen gucken uns hinterher von den Türen. Habt ihr das gesehen? So, ich freue mich aber schon richtig. Jetzt werden wir mal unseren ersten Versuch starten. Mal gucken, ob auch alles hinhaut. So, wir müssen... Ja, jeder Gegner hat eine Schwachstelle. Wir müssen diesen Herzpunkt da treffen. Was weiß ich, was es da sein soll. Auf jeden Fall, das ist seine Schwachstelle. Wir müssen ihn erstmal aus diesem Slimey rausholen. Oh Gott. Oh Mann. Die Slimeballs, die werden sich... Oh, was? Der war nice. Why not? Ich habe eben gedacht, ich treffe ihn. Schade. Schade. Schokolade. Oh nein, 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 oh Gott. War das knapp. Komm, dich holen wir. Oh, was? Vorbei. Nein. Ich habe gerade gedacht, ich ziehe den Pfeil zurück. Und treffe ihn dadurch. Naja. Was soll's. Komm. Versuchen wir es nochmal. Erstmal hier rein. So. War nach langer Zeit mal wieder ein Let's Play, was ich alleine starten tue. Sonst waren immer Gäste dabei, waren Livestream oder sonst irgendwas. Let's Play Together zum Beispiel, dass Minecraft fast die Zeit am Laufen ist. Ja, aber das ist mal wieder was ganz anderes. So, ich weiß nicht. Freue mich mal wieder, so ein Einzel-Let's Play zu machen. Auch wenn es gar nicht gerade mal das beste und neueste Spiel ist, aber es ist eines der schwersten Spiele, die ich bis jetzt gespielt habe. Oh Gott, was war das denn? Oh Gott, ich war doch schon in die Slimes drin. Ich hab's überlebt. Oh Gott, los, komm. Komm, komm. Nein, 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 nein. Komm, nein, nein. Nein. So ein Scheiß. Mann, warum ist das denn jetzt so schwer? Sonst ist das Slime eigentlich so einfach. Easy peasy. Aber jetzt, ja, keine Ahnung. Komm, wir suchen es nochmal. Wieso nicht gleich? Beim ersten Mal. Das wäre doch wieder zu schön, um wahr zu sein. Komm. Was? Spring. Oh, was? Der springt auch immer, ne? In dem falschen Moment. So. Nein, nicht den vermehren. Oh nein, jetzt habe ich ihn auch noch vermehrt. Ich will ihn hier vermehren. So, und. Nein! Was? Oh, hätte er nicht stehen bleiben können. Yeah! Scharf! So. Da haben wir ihn und wir saugen uns seine Seele in uns hinein. Jetzt sind wir einfach mal noch stärker. Jo, ist das laut! Da muss ich echt mal gucken. Ich muss jetzt noch was trinken hier. Mann, 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 Mann.
So. Das war die Boss Nummer 1. Das war die Boss Nummer 1. Das war der Boss Nummer 1. Dann werden wir uns auch gleich zu den nächsten begeben. Puhuhu, was kommt denn jetzt noch alles auf uns zu? Da würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal an den hier rein. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Ich bin gerade echt. Welcher waren das? Ach ja, genau, okay. Und. Gott. Komm. So, da leuchtet schon ein Punkt, seht ihr das? Also das war der erste Boss. Komm, wir müssen noch, komm, noch einmal versuchen. Das kann. Alter, was war das denn eben? Hier ist das Ding. Ja, wir müssen ihn antreffen, wenn seine Kugel, hier, keine Ahnung, das Gehirn schmilzt, das Eis, muss ich das Gehirn nachher irgendwie treffen. Ganz komisch. Ja, ich muss. Ach ja, ich muss den Pfeil. Oh. Okay. Ah, geil. Was ist das denn? Und jetzt muss ich ihn treffen. Treffen. Nicht. Nein. Warum bin ich so langsam? Ich bin so langsam. Sein scheiß komisches Gehirnschleim-Zeugs da. Keine Ahnung. Na, egal. Komm, versuchen wir es nochmal. Also mal sehen. Mal sehen, wie viele Folgen ich hierfür brauche. Also ich freue mich schon echt darauf, richtig zu failen und ein paar Ausraster zu haben. Mann! Was war das denn? Komm, nochmal. Oh Mann, warum können wir nicht direkt vor der Tür spawnen? Immer wieder neu hingehen hier. Mann, Mann, Mann. Komm, und jetzt nochmal. Jetzt werden wir hier rein. Werden wir ihn erstmal anhitten. Warte, oh Gott, nicht zu dicht. Ich fress gleich einen Besen. Also. Ja, nun, langsam reicht's aber. Kann doch nicht sein. Mann, hey, das ist eigentlich so easy, ne? Das Spiel ist richtig leicht eigentlich, wenn man weiß, wie die Bosse überhaupt funktionieren. Aber, naja. Man sieht es ja, ne? Man sieht es ja, wie einfach es ist. Geh weg, los. Komm weg da. Oh. Gott. Was? Ich hab die falsche Taste. Ich wollte laufen und drück R2. Ah, Mann. Komm, versuchen wir es nochmal. Oh, hoppla. So, und. Mal sehen, ne? Also, ich finde, der ist schon wieder ein bisschen härter als dieser Slime Ball. Also, ich finde, der ist schon ein bisschen stark. Jo, geil. Was? Ich hab nicht getroffen! Komm. Jetzt muss ich mich aber ein bisschen konzentrieren hier. Ich hab eben echt gedacht, ich hab ihn, aber er hat mich gehabt. Oh komm, versuchen wir es nochmal. Warum auch nicht? So. Rein hier jetzt. Jetzt geh doch endlich sterben, Mann. Oh Gott, ich fast welche Feuer gelaufen. So, der Pfeil kann da liegen bleiben. Schön, hast du das gemacht. Schön reinspringen, du Trottel. Was? 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 Ich habe den Pfeil rangezogen. Der Pfeil hätte ihn treffen müssen. Ich war mir so sicher, dass ich ihn jetzt treffe. Ah komm, warum auch nicht? Dann machen wir es nochmal. Bleibt mir ja nichts anderes übrig, würde ich sagen. Mann! Wie ich das Spiel offline das erste Mal gespielt hatte, okay, ich hatte auch ein bisschen lange gebraucht, aber warum brauche ich jetzt so lange? Das ist doch nicht mehr feierlich. Oh Gott. Oh Gott, nicht, nee, nicht zu dicht. Stimmt, er dreht sich ja ganz schnell. So, nein, nicht. Toll. So ein Arsch! Oh komm. Ich hänge hier schon fast 10 Minuten. Nur an ihn. Was ist das denn? Komm schon. So, und. Oh, hoppla. Komm, und jetzt nochmal. Jetzt, wenn ich ihn jetzt nicht schaffe, ne? Oh Gott. So. Pfeil hier rauf. Schön. Du brennst. Das ist jetzt toll. Kommst du zu mir?
Alter, ist das knapp! Jo, ich hab ihn geschafft! Jo, da haben wir ihn. Da haben wir ihn! Oh, ach, scheiße, ein Pfeil. Hab sowieso nur einen, von daher. Ah, nein, der kommt natürlich neu. So, werde ich jetzt mal hier fix runter. Hoch und dann wieder runter. Und jetzt werde ich hier. Ach ja, ich weiß, welcher hier war. Nein! So, den muss ich aber. Der, ne? Hat mir das allererste Mal spielen richtig Nerven gekostet. Oh, schade. Ich habe gedacht, ich kann ihn schießen, dass ich den Pfeil zurückziehe und dann. Ja, hätte ich ihn. Aber naja. Okay, das ist seine Schwachstelle ist, wenn er sein Auge aufmacht, müssen wir ihn genau in sein Face treffen, in sein Auge. So, komm, wir müssen es nochmal versuchen. Da, dieses Auge. Jetzt macht er es zu, jetzt macht er es auf. Nein, 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 ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Guck mal, Pfeil wieder. Geil, jetzt habe ich ihn. Jetzt mal den richtigen Moment finde ich. Yo, hab ich ihn. Ah ja, so, der ging schon ein bisschen schneller. Ich musste nur den richtigen Moment eben finden, deswegen war ich ein bisschen ruhig. So. Und jetzt kommt aber der letzte Boss in diesem Kapitel, sag ich mal. Es gibt ja noch mehr Kapitel. Boah, ist das laut. Ja, ich muss glaube ich mal die Effekte. Ich weiß nicht, war das Musik oder war das Effekt? Ich weiß es nicht. Ich guck mal Options, dann mache ich auch mal. Ich mach nochmal einen Punkt leise. Und Musik auch, ja, die Musik auch so. Jetzt müssen wir aber erstmal. Da war auch noch eine. Achso, jo Gott, das ist ja jetzt eher. Okay. Der ist eigentlich ziemlich easy, man muss eigentlich nur den richtigen Moment rausfinden. Alter, Leute. Die Musik, ne, die ist so laut. Wir müssen in sein Auge da oben treffen, aber wir müssen das so gut abpassen. Ich bin jetzt hier unten, hier seht ihr den kleinen Schatten. Jetzt, wo er eine Faust wechselt, müsste ich ihn am besten treffen. Weil von dichten, ich könnte auch natürlich auch rangehen, siehst du, also. Ja, ich könnte auch rangehen. Jo, wie er mich zermatscht. Nochmal draufschlagen, ich bin schon tot. Den Chat schlägt noch zwei, dreimal drauf. Okay. Komm, den machen wir. Den machen wir. So, da haben wir ihn wieder. Los, Rage Mode. Aber was, wie er heißt da, ne? Keine Ahnung. Ich kann die Hieroglyphen. Oh, was? Er hat mich mit rangezogen. Genau. Jo, habt ihr es gesehen? Naja. So, nochmal. Ich hoffe, mir jetzt ist es auch angenehm mit der Musik. Also, die war echt ein bisschen hart laut. So, komm, jetzt versuchen wir es nochmal. Jetzt kommen wir erstmal zu dir. Oh, ach so. Er muss jetzt mal Faust wechseln. Oh nein, daneben! Oh lol, was war denn das? Noah, was? Knapp daneben ist auch vorbei. Oh Mann. Ich bin zu langsam. Das war die Faust davor. Komm, ich mach's so. Zack. Zack. Oh, schon wieder hat er mich rangezogen und mich getroffen. So ein Arsch. Oh Mann. Das Spiel, ne? Da kostet mich bestimmt noch richtig Nerven. Ach ja, aber das ist ja noch der Anfang. Der ganze andere Scheiß schwere Mist kommt ja auch noch. Also ich habe jetzt nur ein paar Bosse im Kopf, die richtig hart waren. Oh Gott, schreib mir die an. Lol, willst du die Faust nicht wechseln, Kollege? Achso, hoppla, muss ich ja rübergehen. Yo, der war ja mal richtig nice, da habe ich ihn. So.
Da haben wir ihn auch. Ja, wir müssen auch gleich bei der. Verzeihung. So. Jetzt können wir auch hier hoch. Und rein in den nächsten Kapitel. Oder? Sesam, öffne dich. Yay! Okay, da muss ich mich echt loben, dass wir das schon in der ersten Folge geschafft haben. Ja, in der ersten Folge schon gleich 4 Bosse. Okay, das waren die ersten. Also da wusste ich, dass ich es eventuell vielleicht in der ersten Folge schaffe, aber jetzt kommen... Ich will es nicht sagen. Viel härtere Bosse auf jeden Fall, aber... Es ist ja auch sowas von klar, dass sowas passiert. Tsching! Fahrstuhl nach oben! Oh, da war irgendwie Symbole an der Wand, die habe ich gerade gar nicht gesehen. Oh, ihr könnt ja zurückspulen. Muss ich auch mal machen. Ja, ich glaube, da war ein Pfeil, ein Bogen und was war das noch? Ich weiß nicht, was das dritte war. Okay, da ich ja weiß, wo was ist, glaube ich zumindest, werde ich erstmal nach unten gehen. Ja, ich gehe zuerst nach unten. Die Musik gefällt mir. Ich mag sie. Oh, ich lausche gerade richtig der Musik zu, also... Oh, die ist richtig chillig eigentlich, so richtig... Sowas ist wieder mein Spielemusikgeschmack. Ich mag sowas. Wenn ich überhaupt richtig? Ich weiß es nicht, werde ich ja sehen. So, ich bin... Okay, ich bin richtig. Jo, geil. Hier haben wir nur... 2 Bosse. Okay. Dann werde ich jetzt erstmal hier hoch, keine Ahnung, oder da rechts rein. Ich weiß es nicht. Hier rein. Okay. Ah, okay, dann bin ich hier schon mal richtig. Oh Gott. Ein neuer Pfeil. Nee. Was zur Hölle ist das denn? Den Pfeil anschießen? Ich weiß es nicht. Ja! Jo! Ritter Elernan, oder wie er heißt. Ich weiß gar nicht, wie besiege ich ihn denn? Wie besiege ich ihn? Oh Gott, er hat da noch einen Pfeil. Muss ich den Pfeil da treffen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie besiege ich ihn? Lol. Er dreht ja mal übelst durch. Jo! Nein! Bin ich hinten sicher? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Wie besiege ich ihn? Das weiß ich nicht. Oh, schon wieder. Oh. Jo, da war die Säule. Alter, die hält ja aber gar nichts aus. Okay, Ritter Elemann, oder wie er hieß. Ich weiß echt nicht, wie ich ihn besiege, Leute. Das ist ja jetzt gerade mal ein richtiger Fail. Ich weiß, dass hier unten welche waren, aber die habe ich in den ersten Spieleverlauf. Also der ist blind. Ich weiß nicht, wie ich ihn besiegen tue. Gut, versuche ich nochmal mein Glück. Und schimpf. Legendärer Titantöter, Ritter Elanan. Oder Elhanan. Ja. Lol. Warum kommt sein Pfeil durch? Aufgeschlitzt! Aufgespießt. Nein. Okay. Noch ein Versuch. Komm. Nicht so tragisch. Aua. Und nochmal. Ich mag diese Musik. Und ich mag sie. So. Aber warum? Ich weiß gar nicht, wie er geht. Ich denke mal, dass ich habe einen Verdacht, dass ich ihn vielleicht den Pfeil da nochmal treffen muss. Er schleudert den ja die ganze Zeit hin und her. Jo! Jo! Nein! Verzeihung, da hatte ich einen Frosch im Hals. Vor lauter Schreck hier. Autsch. Da hat er mir einen Pfeil in den Hinterkopf geschossen. Ach, naja, was soll's. Okay, Freunde, das war's dann mal mit dieser ersten Folge Titan Souls. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Dann würde ich mich bedanken für einen Daumen nach oben und ein Abo. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao!